Rednerin für die Fraktion Die Linke. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich Herrn Castellucci nur anschließen. Auch ich wünsche mir ehrgeizigere Ziele für die Veränderung unserer Produktions- und Lebensweise, denn nichts anderes steht eigentlich auf der Tagesordnung, wenn wir wirklich es schaffen wollen, nachhaltig zu leben. Nun ist es aber ja so, und das haben einige der Vorredner und Vorrednerinnen schon gesagt, dass die Relevanz dieser Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt nicht in alle Bereiche des parlamentarischen oder des Regierungshandelns eingebunden ist und dass es im Gegenteil immer wieder auch die gleichen Felder gibt, in denen das Gegenteil passiert. Das Thema Mobilität und Verkehr wurde ja schon angesprochen. Ich würde gerne einen Vorschlag machen, der sozusagen ein bisschen runtergeht von dieser großen, von den großen strategischen Linien, in denen es immer extreme Widersprüche gibt, die wir auch untereinander natürlich als politische Parteien austragen müssen, um das Wie der Umsetzung hin zu einem Vorschlag, wie der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung tatsächlich zum Stachel werden kann. Das finde ich einen richtigen Anspruch, indem wir uns nämlich darum kümmern, wie der Bundestag selber handelt und welche konkreten Maßnahmen hier in unserem eigenen Haus umgesetzt werden oder nicht. Und ich will da zwei Beispiele nennen, die jetzt ganz aktuell sind. Unser Fahrdienst, den einige mehr, andere weniger häufig benutzen. Rockwin will jetzt die 55 VW Passat, die im letzten Jahr im Mai angeschafft worden sind, ersetzen durch Mercedes-Fahrzeuge. Sie sagen, es ist nachhaltig. Rockwin sagt, diese Fahrzeuge sind imagestärker. Ich weiß nicht, ob es wirklich nachhaltig ist. Ich finde, darum müsste man sich kümmern. Der zweite Punkt, den finde ich noch wichtiger. Es werden derzeit etwa 30 Leute, die unsere IT betreuen, entlassen. 400 Abgeordnetenbüros werden von einem IT-Service betreut. Dieser IT-Service wird alle zwei Jahre ausgeschrieben, neu ausgeschrieben vom Bundestag. Und jetzt werden diese Leute sozusagen entlassen. Die neuen Firmen bieten billiger an, ob das sicherer ist, ob es sinnvoller ist, ob es nachhaltiger ist, ob es sozialer ist, ist mit großen Fragezeichen zu versehen. Und ich möchte darum bitten, dass sich der Parlamentarische Beirat zum Fürsprecher macht einer nachhaltigen Personalpolitik im Bundestag. Sorgen Sie dafür, dass mit diesem Unsinn Schluss gemacht wird, dass die Leute immer wieder in existenzielle Unsicherheit gestürzt werden, dass wir als Abgeordnete und Mitarbeiter des Bundestages immer wieder neu anfangen müssen, uns mit Leuten einzuarbeiten und unter der Hinsicht sozialer Nachhaltigkeit wäre das ein sehr konkreter und sehr wirksamer Schritt. Dankeschön. Kurz unterbrechen. Der nächste Redner ist der Kollege Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion.